Ein Seich, sagt die WC-Situation bei den neubauten Migros zu Brugge, findet die Migros-Kundin Theodora Mies. Damit man dort aufs WC gehen kann, braucht es nämlich einen Zahlencode. Der ist aber nie angeschrieben und stiftet darum vor allem bei den älteren Leuten Verwirrung. Der Theodora Mies hat sie jetzt den Hut geklopft. Sie will darum, dass das System mit dem Zahlencode sofort geändert wird. Oder vier. Ah, jetzt haben wir noch ein rotes Kreuz. Wie kommt man in der WC-Himmel nochmal? Theodora Mies regt sich wahnsinnig auf. Und zwar wegen dem Frauen-WC hier in der neuen Migrotzbrücke. Bei ihrem letzten Einkauf beobachtet sie eine ältere Dame, die nicht aufs Häuschen kann, weil das WC eine Zahlentastatur dran hat. Nur, wo steht der Code? Wir haben nicht gewusst, wann wir drücken müssen. Sie nicht und ich nicht. Und er hat gesagt, sie soll warten, ich fahre noch mal auf mit dem Wagen. Und hat gefragt bei der Kassierin. Und die hat nicht geantwortet, sie war ja am Kassieren. Und dann habe ich noch andere Mitarbeiter gesucht, habe ich auch nicht gefunden. Erst beim dritten Mal nachfragen, kommt sie dann den Code über. Wo sie einen Stock weiter unten, der als Dame den Code geben will, kommt die geht aus dem Männer-WC. An selber Tür ist momentan nämlich keine Zahlentastatur. Der Aufreger war, wenn ich sehe, wie die Dame in einer Not war, oder? Also, ich kann sie ja nicht verstehen und die macht da vielleicht die Hose. Das ist schlimm für die ältere Generation, aber auch für Mütter mit kleinen Kindern oder Behinderten, die dann einfach nicht gehen können, geht für mich einfach nicht. Die Migros selber entschuldigen sich und begründet folgendermaßen: Sowohl die Damen- wie die Herrentoiletten werden bei Neubauten standardmäßig mit einem Schloss, das per Zugangscode geöffnet werden kann, versehen, um so unsere Kundschaft immer ein gepflegtes WC zur Verfügung stellen zu können. Dass das Männer-WC offen ist, liegt hier daran, dass die Zahlentastatur dort momentan kaputt ist. Die werden aber ersetzt. Zum anderen wurden bereits Informationstafeln in Auftrag gegeben, die an den WC-Türen montiert werden, sodass klar ist, wie die Schlösser zu bedienen sind und wo man den Zugangscode erhält. Der Behindertenorganisation ProCap sind so WC-Geschichten bekannt und die Schwierigkeiten, die solche Zahlentastaturen machen können. Alle Leute, die entweder aus Altersgründen, aus Sehbehindertengründen, aus auch Gehbehindert, wenn lange Wege entstehen, wegen so kurz, wenn man es vergessen hat, wieder mal zurück nebenan, ist das schwierig. Aber auch wenn es kleine Tasten hat und vielleicht einfach motorisch nicht machbar sind oder aber verwirrt ist, dann ist es für uns halt nicht, ich sage jetzt behindertengerecht oder vielleicht weitergenommen, hindernisfrei. Für Theodora Mies ist die versprochene Infotafel nur ein schwacher Trost. Für sie ist klar, in dieser Migros wird sie aus Prinzip nicht mehr posten.